Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauer, hier bei Freising im Bild, Ihrem ersten lokalen Stadtfernsehprogramm in und um Freising. Diesmal vom Freisinger Altstadtfest aus, das ja jedes Jahr hier in der Freisinger Innenstadt zwischen Marienplatz und Kriegerdenkmal stattfindet. Ja, neben mir Oberbürgermeister Dr. Schäfer, erst einmal mein Glückwunsch zu dieser wieder einmal perfekten Organisation an Sie, an den Herrn Wanske und an den Herrn Esterl, ohne die ja dieses Freisinger Altstadtfest eigentlich gar nicht existieren würde oder es wird es überhaupt nicht geben. Jetzt muss ich mal an den Herrn Wanske eine Frage stellen. Herr Wanske, ich weiß, es ist eine Mordsarbeit, so ein Altstadtfest zu organisieren. Sie sind, ich glaube, ich darf Altstadtfestvater sagen. Wie machen Sie das? Wie wird das auch festgestellt? Warum geht das eigentlich so reibungslos über die Bühne? Ja, heute ist das kein allzu großes Problem mehr, weil wir ja das schon oft gemacht haben. Aber ich muss sagen, nachdem die Sportvereine so tatkräftig mitmachen und von der Stadt die organisatorischen Sachen wie Wasser, Strom und so weiter immer perfekt zur Verfügung gestellt wird, läuft es halt. Es läuft und es hat sich bis jetzt noch keiner beschweren können, so wie ich das mitgekriegt habe. Alle reden übers Wetter, wir natürlich auch, und es ist schon ein ganz bisschen fast unglaublich, bei diesen Altstadtfesten hier in Freising immer schönes Wetter, genauso wie heute. Und da frage ich jetzt einmal den Herrn Esterl, ich meine, es ist zwar eine dumme Frage, aber ich stelle es trotzdem, Herr Esterl, wie macht ihr das mit dem Wetter? Gibt es da eine Großwetterlage und die schaut sie euch an und dann wird der Termin auf Sonnenschein gelegt, oder ist es einfach nur Glück? Das hat weder mit Glück was zu tun oder noch mit Berechnung oder mit Großwetterlage. Ich bin der Meinung, jeder hat das Wetter, das er verdient, und die Freisinger haben im Altstadtfest so ein Wetter verdient. Also mir war das, glaube ich, eine dumme Frage gestellt, kriegt auch eine dumme Antwort. Man kann nichts Besseres auf sowas sagen. Andere Antwort gäbe es da. Wenn alles so einfach wäre, wie das Wetter zu organisieren, dann wäre es ganz leicht. Ganz klar. Zwei dumme Antworten auf eine dumme Frage. Am besten, ich mache jetzt mal kurz Sendepause und werde meinen Schnabel halten, und ich gebe das Wort aus ganz gewissem Grund an Oberbürgermeister Dr. Schäfer weiter. Bitte. Ja, ich habe gerade die Freisinger Bürger begrüßt und die vielen Gäste. Aber diesmal ist ein besonderer Grund insofern, als die Aufnahmen, die jetzt gemacht werden, in das Kabelpilotprojekt in München eingespeist werden. Und deshalb möchte ich die Münchner Bürger, die über Video Zeuge dieses Ereignisses und dieses Tages werden, sehr herzlich begrüßen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, das ist so schön bei uns und das Altstadtfest furchtbar Lob, aber ich tue das gar nicht, weil es ist nämlich wirklich schön und es sollte ein bisschen so ein kleiner Geheimtipp bleiben, was sich da abspielt, immer im Juli vor den Toren der Landeshauptstadt. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass wir nicht sehr, sehr gerne unsere Freunde aus München auch an diesem Tag hier begrüßen werden. Und wenn Sie zum ersten Mal jetzt von der Sache hören, dann denken Sie dran, ob Sie nächstes Jahr nicht vielleicht einmal in die S-Bahn steigen, Auto lassen Sie daheim, das ist klar, und nach Freising fahren. Sie sind auf jeden Fall sehr herzlich willkommen und sehr herzlich eingeladen. Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen recht schön für diese Ausführungen und den Grüßen von unserem Oberbürgermeister Dr. Schäfer. Wird sich jetzt auch Münchens Oberbürgermeister Krona bitte anschließen. Und dazu machen wir einen kleinen Sprung ins Münchner Rathaus. Fred Oberbürgermeister Krona bitte hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Ja, ich höre gerade, da hat irgendwas nicht hin, die Schaltung funktioniert nicht. Da kommt nichts rüber von Oberbürgermeister Krona bitte. Anscheinend oder vielleicht ist er noch ein bisschen negativ auf Stadt- bzw. Kabelfernsehen eingestellt. Wie auch immer, wir machen weiter in unserem Fernsehprogramm, in unserem Stadtfernsehprogramm mit unseren FIB-Nachrichten, und dazu gebe ich weiter ins Studio zu Ingrid Wiedemann. Ich hoffe, dass zumindest diese Schaltung funktioniert. Bei uns im Studio funktioniert alles, liebe Zuschauer. Und hier die Nachrichten. Als erstes eine Mitteilung in eigener Sache. Wir sind ab sofort über den BTX-Mitteilungsdienst unter unserer Telefonnummer 08161 63304 zu erreichen. Wichtig für Werbetreibende aus München zum Beispiel. Dr. Edmund Stoiber, Staatssekretär und Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, schreibt uns, ich zitiere,
Ihr Schreiben vom 15. Juni 1984 zu den Fragen der Veränderung der Medienlandschaft und lokaler Fernseh- und Hörfunkprogramme habe ich erhalten. Ihre Meinung stimmt mit derjenigen der bayerischen Staatsregierung in den wesentlichen Punkten überein. Die Förderung lokaler Hörfunk- und Fernsehprogramme, auch als Lokalfensterprogramme, ist ein wichtiges Anliegen der bayerischen Staatsregierung. Und weiter, Sie sehen also, die Weichen in dem von Ihnen angesprochenen Sinne sind bereits gestellt. Und der Bayerische Rundfunk schrieb uns diese Tage, ich zitiere, anbei der Vertrag über die Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft. Nandlstadt. Die Hallertauer baden zur Schnupfmeisterschaft. Für 162 Bewerber stellte sich die Frage, schnupfen oder geschnupft werden. In 6er Gruppen wurde zum Wettkampf angetreten. Die Anhänger des Nasensports konnten fast hautnah miterleben, wer nun innerhalb von 60 Sekunden das meiste von 5 Gramm Schmeißler in die Nase stopfen konnte. 5 Gramm, das ist immerhin eine gute Streichholzschachtel voll. Nur der Laie meint, die Größe des Riechorgans sei hier ausschlaggebend. Die Stopftechnik erst macht den Sieger. Deutscher Schnupfmeister 1984 wurde Hans Schmidt aus Eggensbach mit 68,5 Punkten. Deutscher Meister in der Mannschaftswertung wurde ebenfalls Eggensbach mit 269,4, gefolgt von Unterbruch mit 268,9 Punkten. Eine besondere Attraktion versprach der Powerlifting Club beim Treffen der internationalen und deutschen Spitzenathletinnen beim Kraftdreikampf der Frauen. Vorwiegend Männer waren es, die in die Mehrzweckhalle Freisings zogen, um die stärkste Frau im Lande zu bewundern. Freising. Die FIMI-Kaserne bleibt erhalten. Es gibt keinen Kasernenneubau. Die Soldaten können in der FIMI-Kaserne bleiben, für die ein Restaurierungsplan aufgestellt wird, der 1986 beginnt und 1989 endet. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die gesamte Kaserne einer völligen Innen- und Außenrenovierung unterzogen. Für die Stadt Freising bedeutet dies eine große finanzielle Entlastung. Denn die Stadt wäre gezwungen, die Kaserne zu kaufen, falls die Soldaten dort ausziehen. Oberstleutnant Wolf Westerkamp hatte den Kampf gegen den Neubau bei Heindelfing vor Jahren angetreten. Nun wurde von Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Dr. Elmisch das amtliche Schriftstück unterschrieben. Eine vernünftige Entscheidung aus Bonn, denn nicht nur vom finanziellen, auch vom militärischen her gesehen, wäre der Kasernenneubau bei Heindelfing eine Fehlentscheidung gewesen. Einen Riesenspaß hatten die Freisinger während des Straßenfestes bei der Tanzschule Wolfson Steuer.
Jürgen Wolfson organisierte als besondere Attraktion einen wilden Stier. Auf dem Rücken des elektronisch gesteuerten Tieres galt es, sich so lange wie möglich zu halten. Das Unikum ohne Beine und Hörner konnte verschiedene Gangarten vorweisen, wobei es auf Stufe 10 am wildesten um sich schlug. Einem jungen Freisinger gelang es, sich 3 Sekunden lang bei Schwierigkeitsgrad 7 zu halten. Der Kommentar nach seinem Rodeo-Ritt: Was Bobby Ewing in Dallas kann, können wir Freisinger schon lange. Das erste Freisinger Seefest wurde von der Wasserwacht Ortsgruppe Freising am Freitag, den 13. Juli, veranstaltet. Trotz schlechten Wetters kamen gegen Abend 1000 Besucher. Für Unterhaltung war gesorgt. Die Kinder hatten mit einem ausgedehnten Fallschirm am meisten Spaß. Die Erwachsenen hielten sich an das Bier. 11 Hektoliter wurden an diesem Tag ausgeschenkt. Ein Lagerfeuer beendete das Fest gegen Mitternacht. Die Wasserwacht Freising plant für das nächste Jahr wieder ein Seefest. Was haben wir hier? Ach ja, unsere Stadtwerke sind umgezogen. Am 20. Juli war es soweit. Im neuen Domizil der Stadtwerke Freising an der Wippenhauser Straße fand die Einweihung der sehr umfangreich konzeptionierten Strom-, Gas-, Wasserversorgung statt. Die bisherige Unterbringung war völlig unzureichend. Es fehlten Sozialräume, die Werkstätten waren zu klein und die bisherige Dezentralisierung erschwerte die Betriebsführung erheblich. In Anwesenheit zahlreicher Gäste konnte Oberbürgermeister Dr. Adolf Schäfer den bisherigen Weg der Stadtwerke Freising nachzeichnen. Können Sie sich sicher noch sehr gut erinnern, was früher hier an diesem Platz stand, das ist das Gaswerk. Und es ist sicher nicht unangebracht, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es bereits vor 120 Jahren in Freising eine Gasversorgung gab, oder anders ausgedrückt, dass noch in diesem Jahr, das fällt also nicht mit diesem Tag zusammen, seit 120 Jahren in Freising eine Gasversorgung besteht. Das Gas wurde in der damals üblichen Weise, der in München geübt wurde, in einem Gaswerk produziert aus Koks. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht technisch irgendein Schmarrn erzähle, aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich als Schüler wahnsinnig beeindruckt war von dem Münchner Gaswerk, das in unserer Schwerindustrie armen Gegend, was ja heute ein Vorteil ist, wenigstens so einen Eindruck eines Hochofens oder dergleichen zu vermitteln musste. So etwas war es in etwas kleinerer Form auch hier gestanden. Und jetzt kommt ein Datum, das sich mit dem heutigen Tag zusammenbringen lässt. Vor genau 25 Jahren wurden hier die Feuer unter den Rheinwartenhöfen gelöscht. An den offiziellen Teil schloss sich eine Betriebsbegehung an. Schon der Haupteingang repräsentiert die neuen Stadtwerke in würdiger Form. Äußerste Zweckmäßigkeit ist der Grundgedanke der Erbauer. Ein funktionell gestalteter Kassenraum sowie ebenso sachlich gestaltete Technikräume machen einen hervorragenden Eindruck. Auf einer Grundstücksgröße von 10.000 Quadratmetern beträgt das Raumvolumen 35.000 Kubikmeter.
bei einer Nutzfläche von 7000 Quadratmetern. Wer die Enge des alten Gebäudes an der Parkstraße kennt, ist überrascht von der großzügigen Auslegung, zum Beispiel des Regallagers. Bei einem Kostenaufwand von ca. 20 Millionen D-Mark wurde hier weit in die Zukunft hinein geplant. Und hier, verehrte Zuschauer, haben wir noch einen Bericht über den großen Tag der, wie haben wir in unserer letzten Kassette gesagt, der Universität Freising. Damit darf ich mich für dieses Mal verabschieden und wünsche Ihnen noch eine gute Unterhaltung. Aus dem großen Angebot am diesjährigen Tag der offenen Tür haben wir uns heuer die staatliche Molkerei Weihenstephan herausgesucht. Der Riesenansturm von über 15.000 Besuchern, ja, Sie haben richtig gehört, 15.000 Besuchern, bereitete den Mitarbeitern der Molkerei einen hektischen Tag. Mehr als 1.000 Liter Frischmilch, 1.000 Kilogramm Speisequark und 100 Kilo Butter und mehrere 100 Käseplatten, genau, mehrere 100 Käseplatten wurden kostenlos an die Besucher verteilt. Bereits um 11 Uhr hatten sich überraschend viele Besucher eingefunden, aber hören Sie selbst. Was machen Sie hier? 10 Leute. Und wie viel waren es bis jetzt? Circa 5.000. Welche Mengen in der staatlichen Molkerei Freising verarbeitet werden, das überraschte selbst uns. Mit 6 Spezialtankwagen werden von rund 1.000 Erzeugern im Großraum Freising täglich über 200.000 Liter Milch abgeholt und sofort verarbeitet. Moderne Abfüllmaschinen mit einer Kapazität von 5.000 Liter Milch in der Stunde, das heißt 5.000 einzelne Literpackungen werden stündlich abgefüllt, verarbeiten die Milchanlieferung sofort nach Eingang. Selbstverständlich ist die Trinkmilch nur eines der Produkte unserer Molkerei. Neben der Milch werden Schlagrahm, Käse und natürlich die weithin bekannte Weihenstephaner Butter hergestellt. Von den umlaufenden Galerien hatten die vielen interessierten Besucher einen hervorragenden Einblick in die Milch- wie auch die Butterverarbeitung. Mehr als 3.000 Tonnen beträgt die Weihenstephaner Butterherstellung im Jahr. Oder anders gesagt, etwa 3.000 Kilo werden in der Stunde produziert und zu 12.000 der bekannten blauen 250 Gramm Packungen abgepackt. Durch das spezielle Weihenstephaner Verarbeitungsverfahren wird die immer gleichbleibende Qualität gesichert. Der geringe Wasseranteil bewirkt unter anderem eine optimale Streichfähigkeit. Automatisch wird das Gewicht eines jeden Pakets von der Abpackmaschine überprüft und die wiederum wird durch Stichprobenkontrollen auf der geeichten Waage überwacht.
Insgesamt war der Tag der offenen Tür für Wissenschaft und Forschung auf dem Weinstephaner Berg, speziell aber auch für die Produktionsbetriebe Staatsbrauerei Weinstephan und die staatliche Molkerei, die wir Ihnen hier aus dem großen Angebot vorstellen konnten, erfolgreich. Weinstephan konnte sich einmal mehr der Bevölkerung positiv präsentieren. Wenn Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens im In- und Ausland zeigen wollen, wir machen Ihren Film oder Ihr Video. Schnell, preiswert, perfekt. Ob Baufinanzierung, Haftpflichtversicherungen, Hausrat oder Unfallversicherung, Altersvorsorge durch Lebens- oder Rentenversicherung. Wir haben in jedem Fall einen Fachmann für Sie. Nett und zuverlässig. Allianz Schmidt, Schreier und Mühlig. Salon Döbel. Salon Döbel. Salon Döbel. Salon Döbel. Wir wollen, dass Sie sich mit Ihrer Frisur wohlfühlen. Punkt Freising, Jagdhaus Freising, Disco und der Hauptstraße. Hey Kinder, schaut mal, was es da drin alles gibt. Na, wo denn? Na, da drüben, schau doch mal. Papa, ich sehe nichts. Schaut doch genau, da gibt's alles, was ihr Kinder schon immer haben wollt. Papa, sag doch wo. Nana, jetzt im August sagen wir noch nichts, aber bald. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, in unserem Nachrichtenteil. Die Freisinger Stadtwerke sind umgezogen von der Gartenstraße in die Wippenhauser Straße. Und diese Gelegenheit möchte ich jetzt nutzen, um unseren Oberbürgermeister eine Frage zu stellen. Herr Oberbürgermeister, Sie wissen ja, wir suchen schon seit Längerem ein größeres Aufnahmestudio. Was geschieht jetzt mit diesen Räumlichkeiten der vormaligen Stadtwerke? Bekommen wir diese Räumlichkeiten für ein Studio oder was geschieht damit? Ja, die Frage ist etwas schwierig zu beantworten. Zunächst schien das Konzept vollkommen klar. Wir wollten das vermieten, und zwar die ehemalige Werkstätte an einen Gewerbebetrieb, unter Umständen auch an ihr Studio, und den Rest an Vereine. Nun ist es also so, dass wir noch in Verhandlungen stehen mit dem Freistaat Bayern wegen eines Ausweichquartiers für das Freisinger Finanzamt, das, wie Sie ja wissen, einen Gebäudebrand gehabt hat, der ja zu erheblichen Ausfällen geführt hat. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Deshalb kann man im Augenblick zu dem Thema noch nichts Endgültiges sagen. Also bis jetzt noch nichts Endgültiges. Wir werden abwarten, wie sich die Sache weiterentwickelt. Und ich gebe jetzt weiter an meine Kollegin Uli. Bitte, jetzt kommst du. Ja. Die Olympiade in Los Angeles wirft ihre Angelhaken bis nach Freising. Fünf Freisinger Sportler der Bogenschützenabteilung des TSV Jahn versuchen ihr Glück auf der anderen Seite des großen Teichs. Am 22. Juli ging es nochmal vorm Take-off nach Los Angeles ins Trainingslager. Zusammen mit den Kaderschützen und dem Bundestrainer der deutschen Mannschaft. Ein Bericht von Birgit Gormann. Ja, grüß Gott. Die Damen und Herren, die ich hier um mich versammelt habe, sind zwar keine Freisinger, aber sie sind trotzdem sehenswert, denn wir haben heute hohen Besuch hier. Das ist nämlich die Nationalmannschaft der Bogenschützen, die nächsten Donnerstag nach Los Angeles abfliegt zu den Olympischen Spielen. Und jetzt begrüße ich neben mir den Herrn Baum, den Bundestrainer. Herr Baum, grüß Gott. Ihre Schützlinge stehen ja zurzeit unter einer ziemlichen Anspannung, denn sie bestreiten hier gerade ein Turnier. Ja, das ist richtig. Sie stehen natürlich unter einer Anspannung, aber das ist ein Vorbereitungsturnier. Für uns ist entscheidend dann das Abschneiden in Los Angeles. Wir nehmen das also ein bisschen lockerer, wie es aussieht. Und wie ist die Tagesform? Ja, eigentlich recht gut. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Es sind noch Kleinigkeiten da, aber die werden wir schon rechtzeitig noch abstellen können. Okay. Und jetzt habe ich mir ja sagen lassen, dass der Bogensport ein Sport ist, der eine äußerste Konzentration erfordert. Liege ich da richtig? Jetzt würde mich interessieren, wie bereiten Sie sich zum Beispiel vor, Fräulein Haas, wenn Sie jetzt an den Start gehen und jetzt den Bogen spannen, wie bereiten Sie sich da konzentrationsmäßig vor? Ich versuche halt möglichst ruhig zu sein und möglichst an nichts zu denken und einfach den Ablauf richtig zu machen.
Und jetzt würde mich interessieren, wie viel Kilo ziehen Sie da eigentlich an diesem Bogen? Das sind 36 Pfund. Und wie ist das bei den Herren? Ja, wir haben ein bisschen mehr. Wir haben so zwischen 45 und 50 ungefähr. Und mit welcher Geschwindigkeit zieht eigentlich der Pfeil da los? Ja, wir schießen so oft mit 200 Stundenkilometer. 200 Stundenkilometer. Und nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt lebensmüde und stelle mich jetzt da an irgendeine Scheibe mitten ins Ziel hin. Was passiert da mit mir? Das werden Sie wohl kaum überleben. Also ich mach's nicht. Und Sie haben sich ja jetzt alle qualifizieren müssen für diese Olympischen Spiele. Wie lief das eigentlich ab? Bitte? Ja, wir haben uns erst qualifizieren müssen auf nationaler Ebene. Da mussten wir einmal unter die ersten 8 kommen von den ganzen Deutschen. Und diese 8 sind dann zu 2 Länderkämpfen gefahren, einer in Genf und einer in Nürnberg. Und dort mussten wir einmal unter den ersten 8 und einmal unter den ersten 12 sein. Dann waren wir qualifiziert. Nun hat mir ja Ihr Bundestrainer gesagt, dass Sie ja alles reine Amateure sind. Was machen Sie eigentlich so beruflich? Ich bin Krankengymnastikpraktikantin und arbeite so einen ganzen Tag. Es ist also ziemlich stressig eigentlich, weil wir eigentlich alle berufstätig sind und haben halt nicht so viel Zeit zum Trainieren wie andere. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemliche Doppelbelastung ist. Ja, im Grunde genommen schon, denn wie gesagt, es ist halt eine Konzentrationssportart und nach der Arbeit ist man halt ziemlich schlapp und wenn man dann auf dem Platz geht, ist es also schon ziemlich schwierig, sich dann noch zusammenzureißen. Und Sie, Herr Bahn, haben mir erzählt, dass einer von Ihnen ja morgen noch nach Dachau muss oder nach Offenbach und Taxi fahren. Das ist der Harry. Das sind Sie. Wie machen Sie das? Ja, ich versuche mit dem Zug das irgendwie zu erreichen. Ich hoffe, dass das hinhaut. Sie hoffen, dass es... Ja. Und, wie lange sind Sie eigentlich jetzt schon alle zusammen aktiv im Bogensport? Wer ist jetzt am längsten dabei? Wahrscheinlich Sie. Ja, ich bin wohl am längsten dabei. Ich bin über 20 Jahre schon dabei. Aber das, ich meine, die Athleten, die Manuela schießt schon sehr lange, glaube ich, 11 Jahre, Manu. Ja? Seit 72, ja, das sind 12 Jahre schon. Dann ist die Doris schon sehr lange dabei. Und Harry, wohl der Älteste, hat mit 10 Jahren angefangen. Ja, Harry. Und Armin? Auch 12 Jahre, also alle ungefähr um die 12 Jahre. Alle ungefähr um die 12 Jahre. Der Detlef, ja, der war früher Handballer, gell? Er hat dann Handball gespielt und hat dann das Bogenschießen entdeckt und hat so die große Freude dran. Ja, erfreulich. Und wann geht's jetzt ab nach Los Angeles? Wir fliegen am Donnerstag, 10.40 Uhr ab Frankfurt. Und wann ist eigentlich der Austragungstermin der Spiele? Die Wettkampftage ist der 8., 9., 10. und 11. August. Und wie viele Pfeile müssen Sie da durchschnittlich am Tag so abschießen? Das sind 72 am Tag. 72 Pfeile am Tag, also praktisch 72 mal wie viel Kilo? 36. 72 mal 36. 36 Pfund. Ist nicht. Und wie machen Sie das mit der Hitze? In Los Angeles ist ja ziemlich heiß. Ja. Irgendwie wird man schon überstehen. Die werden sich schon dran gewöhnen. Und? Wir waren letztes Jahr drüben, vielleicht kann ich Ihnen das noch sagen, wir waren letztes Jahr drüben bei der Weltmeisterschaft im Oktober und es war auch eine kleine Mannschaft bei der amerikanischen Meisterschaft im August und dort waren auch Temperaturen um 40 Grad. Man muss aber eigentlich dazu sagen, wir haben die Hitze in Los Angeles, also in Long Beach, wo unsere Wettkampfstätte ist, doch eigentlich recht gut vertragen. Es ist immer ein bisschen Wind gegangen und die war zu ertragen. Wir haben also schon schlimmere Turniere, wenn ich mich an China erinnere, wo das die trockene Hitze dann, also fürchtlich trockene Hitze war, das war dann auch sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, das wird uns keine großen Probleme machen. Wie sieht das eigentlich aus mit der sportlichen Unterstützung von Ihren Arbeitgebern? Haben Sie da irgendwelche Schwierigkeiten? Sie vielleicht? Ja, an und für sich nicht. Ich meine, er ist nicht gerade begeistert, wenn ich dauernd Urlaub brauche, Sonderurlaub, aber lässt mich springen. Und bei Ihnen hat man so gelacht, was ist bei Ihnen passiert? Ich bin im Moment arbeitslos. Hat der Chef Sie rausgeschmissen? Nee, ich war mit der Lehre fertig und bin halt übernommen worden. Weil Sie eben so oft Urlaub machen? Ja, unter anderem auch. Weil der soll sich das mal in den Hut stecken, der soll mal selber Bogenschießen gehen. Dann kann er das auch nicht mehr. Herr Baum, also wie viele Goldmedaillen rechnen Sie denn bei Ihren Schützen? Mit wie vielen Goldmedaillen können wir denn rechnen? Goldmedaillen, es gibt nur 2 Goldmedaillen zu vergeben. Und die Goldmedaillen sind eine begehrte Sache. Ich will Ihnen gleich sagen, alle Teilnehmenden
Nationen, alle teilnehmenden Schützen rechnen sich natürlich Chancen auf eine Medaille aus. Und so rechnen wir uns vielleicht auch Chancen aus, was es reichen wird. Ich schätze, dass wir im Vorderfeld landen werden, aber Medaillenchancen zu sagen, das ist wohl etwas zu früh oder auch überheblich. Alle Nationen, die das dort sind und alle Athleten möchten eine Medaille haben, bestimmt. Und wer ist der stärkste Gegner? Stärkste Gegner, ich würde sagen, bei den Damen sind es die Koreanerinnen. So sehe ich es zurzeit. Und bei den Männern absolut die Amerikaner. Ja, dann wünschen wir alle viel Erfolg, guten Flug. Hat da jemand Angst vorm Fliegen? Keine Angst vorm Fliegen, Gott sei Dank. Und im Übrigen sind wir sowieso schon froh, dass wir dabei sind. Sie brauchen auch mit gar nichts nach Hause kommen. Wir freuen uns trotzdem. Tja, liebe Zuschauer, wir kommen zu einem neuen FIB-Gewinnspiel. Unsere Frage hat diesmal, wie könnte es anders sein, mit dem Altstadtfest in Freising zu tun. Schauen Sie bei unserem Schwenk über das Altstadtfest genau hin. Denn die Frage lautet, wie viele Besucher finden einen Sitzplatz oder einen Platz zum Sitzen auf dem Altstadtfest? Schreiben Sie Ihre geschätzte Sitzplatzzahl auf eine Postkarte und senden diese an das Videostudio Freising, Kammerloher Straße 4. Einsendeschluss ist der 15. September 1984. Ja, und wer dem tatsächlichen Sitzplatz mit seiner Schätzung am nächsten kommt, der hat natürlich gewonnen. Und Herr Esterl, was hat er gewonnen, unsere Gewinner? Eine Reise nach wohin? Ja, Reise hat er diesmal auch nicht gewonnen. Letztes Jahr haben wir ein Wappen der Stadt Freising, ein Keramikwappen gehabt. Heuer haben wir uns überlegt, einen Stich zu geben. Nein, können wir das mal in die Kamera zeigen? Ja, und zwar ist dieser Faksimile-Druck eine Stiches nach Petrus Bertius von 1616, wenn ich ihn hier so herzeigen darf. Der ist handkoloriert. Das ist also unser heuriger erster Preis. Gut. Und zu dem Preis kommt noch etwas hinzu. Wir haben die beiden Chefs der größten Brauereien hier bei uns am Sendetisch. Und die haben sich natürlich nicht nehmen lassen, dem Gewinner jeweils einen Altstadt-Festkrug dazuzugeben. Prost! So. Ja, du natürlich auch. Prost! Ja, und auf das gesunde Prost geht es natürlich bei uns weiter mit Werbung. Die Menschen gehen schlafen, aber wie wachen sie auf? Die Dunlopillo-Matratze schenkt ihnen einen guten Morgen, jeden Morgen. Denn Dunlopillo-Latex ist punktelastisch, stützt die Wirbelsäule ideal. Dunlopillo-Latex entspannt den ganzen Körper. Schlaf dich fit auf Dunlopillo. Im Europa-Möbelhaus Lerl, Freising, Lerchenfeld. Für Werbung in Stadtfernsehen und Kabelfernsehen empfiehlt sich die neue Medienagentur in Freising. Jo, hey, das ist ein Bier. Mit Wein Stefan fangt halt Bier an. Probieren Sie es heute einmal. Wein Stefan. Hefeweißbier. Wir haben sie, die modernsten Fernseher, ob als tragbares Zweitgerät oder in der Hi-Fi-Stereo-Klasse. Und wir haben auch den passenden Videorekorder dazu, damit sie unabhängig von den Programmen sind. Elektro, Schwarz, Obere Hauptstraße 60, Reparaturwerkstätte und Kundendienst. Freude für Generationen mit einem Markenflügel von Pfefferkorn, ihrem großen Musikhaus im Herzen der Freisinger Altstadt. Ja, liebe Zuschauer, eines der größten Attraktionen hier ist das Wasserbett, zweifelsohne. Und euch macht tolle Spaß, oder? Ja. Tja, liebe Zuschauer, wir kommen zu unserer Mecker-Ecke. Wie Sie wissen, wenn Ihnen etwas missfällt oder Sie mal so richtig Dampf ablassen wollen, so haben Sie die Möglichkeit, dies vor unserer Kamera zu tun. Diesmal geht es um einen Badeweiher oder um den Badeweiher bei der Stäuber Mühle. Mein Kollege Helmut Schnitzer hat sich dafür seinen Gesprächspartner vor die Kamera geholt. Schau mich an. Sehr gut, sehr gut. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Es ist uns heute mal wieder gelungen, jemanden vor die Kamera zu bringen, der sein Herz ausschütten möchte. Und zwar, wie Sie sehen,
über das Erholungsgebiet Stäubermühle. Hierzu darf ich recht herzlich Herrn Engelhard Muley begrüßen. Herr Muley, würden Sie sich bitte selber mal vorstellen? Ja, mein Name ist Engelhard Muley. Ich wohne seit 1979 hier in Freising. Schätze sehr dieses schöne Naherholungsgebiet, so wie andere Freisinger Bürger auch. Freisinger Bürger werden mich kennen vom Schwimmsport her. Und da komme ich schon zu dem wunden Punkt, Schwimmsport. Ich trainiere hier in der Stäubermühle sehr oft. Aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass das Wasser hier sehr schlecht wird, um nicht zu sagen, es stinkt. Und hier zudem habe ich dann meine konkrete Frage. Der Bach, der hier vorbeifließt, gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass man den durch den See umleitet und irgendwo wieder ins alte Bachbett zurück? Das wäre meine konkrete Frage zur Verbesserung des Wassers. Nun, wir wollen diese Frage weitergeben an höhere Stelle und geben auch zugleich jetzt zurück an Fred Fugenthaler im Altstadtfest. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht können wir schon in unserer nächsten Sendung darüber berichten, ob der Bach nun durch die Stäubermühle geleitet werden kann oder nicht. Vielleicht wäre es das Beste, wenn man Bier in die Stäubermühle reinschüttet, dann wäre das Problem beiseite. Also mit Sicherheit werden die Weihen Stephaner Mönche kein Bier in den See reinschütten, sondern eher in diese Maßkrüge. Und ihr schenkt diese Maßkrüge an die Bevölkerung aus. Jetzt muss ich schon mal fragen, ist da was Besonderes drin in der Maßkrüge? Ja, das ist ein besonderes Bier. Das ist ein Bier extra für uns braut, weil wir Mönche ja ein starkes, ein dunkles Bier wollen. Und das haben wir heute und das schenkt man mir unter der Bevölkerung aus. Und wenn's, du kannst das auch gleich mal selber probieren. Mach ich glatt, jetzt Moment einmal. Uli, nimm mal. Oh, das ist gut. Uli, mach du weiter. Du bist mir einer. In unserer Sendereihe Bundeswehr in Freising berichten wir diesmal vom Tag der offenen Tür des Flugabwehrraketenbataillons 32 in der General-von-Stein-Kaserne. Strahlender Sonnenschein und viele Besucher ließen diesen Tag zu einem vollen Erfolg werden. Standortältester Oberstleutnant Hilrich von der Felsen wollte bewusst keine Kriegs- und Waffenschau daraus machen, sondern den guten Kontakt zwischen Soldaten und Zivilpersonal der Zivilbevölkerung fördern, was ihm mit Sicherheit gelungen ist. Offiziell, Sie haben diese Ausbildung genossen, diese Nahkampf- oder Überlebensausbildung. Ja. Erzählen Sie uns mal ganz kurz, worauf kommt es da an? Ja, erstens mal, dass der Soldat ohne fremde Hilfe sich durchschauen kann, sich aus der Natur also zu versorgen. Weil man findet da nicht unbedingt ein Schnitzel am Wohn oder so. Und es ist halt wahnsinnig wichtig, wenn mal ein Truppenteil zerschlagen wird, sich selber wieder in die eigene Truppe also durchschlagen zu können, durch feindliche Linien und so. Und deswegen sollte, wenn ein Soldat die Möglichkeit hat, diese Ausbildung zu genießen, sollte sie nützen, weil das für jeden selber also für Vorteil ist. Will von den Damen auch jemand an die Frische kommen? Gerne, aber geht weg. Werte Damen und Herren, ich darf Sie hier beim Informationsstand für Einzelkämpferausbildung recht herzlich willkommen heißen. Die Art des Überwindens nennt man Kommandograul. Man liegt relativ sicher, bleiben Sie liegen. Zeigen Sie mir, wo Süden ist. Sie sehen, er hängt oben auf dem Seil, ohne sich festzuhalten. Durch die Körperhaltung ist sichergestellt, dass er nicht abstürzen kann. Weiter im Kommandograul und jetzt in den Bärenhang fallen. Wir haben jetzt für die friedensmäßige Ausbildung eine Sicherungskette, wie Sie sehen, denn Sicherheit steht über allem. Wir können uns nicht erlauben, dass hier irgendwelche Unfälle passieren.
Er hängt im Bärenhang, könnte sich jetzt weiterhandeln. Das ist aber sehr kraftaufwendig. Er wird sich jetzt wieder zurückdrücken in den Kommandokraus. Jawohl. Und zum Endpunkt. Marsch. Man geht an den Felsrand rückwärts gehend ran, hat das Seil zwischen den Beinen durchgezogen, bringt es über die Schulter und lässt sich jetzt in einen fast rechten Winkel zur Felswand fallen. Und jetzt ist das ein wunderbares Herabgehen. Das Schwierigste ist eigentlich, die psychische Überwindung über den Grat zu gehen und dann anschließend in der Felswand ruhig zu bleiben. Ja, die Turnschuhe haben wir nur angezogen, um zu verhindern, dass die Hauswand beschädigt wird. Trotz schönstem Badewetter und dreier Stadtfeste riss der Besucherstrom den ganzen Tag über nicht ab. Und so war es kein Wunder, dass die Station des umfangreichen Kinderprogramms auf dem Sportplatz der Kaserne ständig umlagert waren. Absoluter Renner war die selbstgebaute Wasserrutsche. Hier tobten sich die Kleinen nach Herzenlust aus und manche Mutter musste hinterher eine neue Badehose besorgen, um die Kinder trocken nach Hause zu bringen. Auch das Ausschießen der Kerzen mit Wasserpistolen und das Ballwerfen erfreute sich reger Beteiligung. Hier zeigt ein Soldat, wie man daneben wirft. Der ganz Faule konnte sich die Kaserne im Kinderzug oder im offenen Jeep anschauen. Das Tieffliegermelderadar, das zur Erfassung tieffliegender Ziele dient, konnte in der vollen Arbeitsweise gesehen werden und manch einer hatte hier die Möglichkeit, zum ersten Mal ein echtes Radarbild zu erleben. Auch der Flugabwehrpanzer Roland des Heeres, modernstes Flugabwehrsystem, bereicherte neben dem Waffensystem Chaparral der US Army aus Schwabach die Ausstellung. Natürlich war im Mittelpunkt des Interesses aller Besucher das Waffensystem des Bataillons, das Flugabwehrraketensystem Hawk. Eine Demonstration der hohen Mobilität des Waffensystems geben hier die Soldaten der 2. Batterie. Das Ladefahrzeug des Waffensystems fährt an das Startgerät. Von hier die Raketen herunterzunehmen und auf ein Transportfahrzeug zu legen. Das Waffensystem Hawk dient der Bekämpfung von tieffliegenden Zielen. Die Hawk-Rakete ist mit konventionellem Sprengstoff ausgestattet und hat eine Reichweite von maximal 40 Kilometer. Können und Fingerspitzengefühl sind erforderlich, um das Fahrzeug an die richtige Position zu bringen. Die hierzu erforderliche Ausbildung und die Ausbildung für Bedienung und Wartung der Radargeräte und der komplizierten Waffensystemrechner erhalten die Soldaten in den Vereinigten Staaten, und zwar in Fort Bliss in Texas. Jeder Handgriff muss sitzen, um die drei Raketen im Wert von rund $500.000 sicher an ihre Position zu bringen. Die Zusammenarbeit der Crew aus Berufssoldaten, Zeitsoldaten und Wehrpflichtchen bestimmt den Erfolg der Arbeit. Parallel hierzu wurde beim Verlegen einer Hawk-Batterie an den anderen Geräten im Abschussbereich und im Feuerleitbereich ähnliche Arbeiten laufen, um das Waffensystem mobil zu machen und auf die Straße zu bringen. Innerhalb kürzester Zeit kann so das Waffensystem Hawk
seine Stellung wechseln. Als letzte Tätigkeit wird nur noch das Ladefahrzeug verladen und die Batterie kann abrollen. Zum Abschluss des informativen Teils konnten sich die ca. 6000 Besucher des Tag zur offenen Tür zu den Klängen der 84. US Army Band aus Stuttgart bei Bier und Erbsensuppe laben und über das Erlebte und Gesehene nachdenken. Bei uns tut sich was. Paramount Freising, Dumberggasse. Herr Lukas, die Planung für Frau Müller ist fertig. Sehr gut. Ja, verehrte Zuschauer, bei der Neuanschaffung Ihrer Küche ist die millimetergenaue Planung äußerst wichtig. Darum... Genau, darum Lange und Lukas, Telefon 08165-3975. Mehr in der nächsten Kassette. Ihre Orgel? Nur von Pfefferkorn, das Musikhaus im Herzen von Freising. Ob Sie Solo sind oder zu zweit. Ob Sie eine kleine oder große Familie haben. Wir haben Sie die Schnellkoch Sikomatix von 1,8 Liter bis 7 Liter. Wenn es ums Kochen geht, zinnerne Kanne Freising. Haut so zart wie Rosenblätter mit Produkten von Mericor. Kletter-Efeu-Extrakt zur Festigung des Hautgewebes, zum Abbau der Fettpölsterchen die Bodycreme. Die Badelotion versorgt die Haut mit AMP-Wirkstoffen. Die Milchtonik festigt das elastische Hautgewebe. Mericor-Produkte natürlich bei Edith Fink, Kosmetikboutique Freising, Ziegelgasse 23. So surfen wir Submariner. Nichts einfacher als das. Auf geht's zur einzigen vom Deutschen Segelverband lizenzierten Surfschule in Freising. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Freisinger Surfschule ist für alle da. Liebe Zuschauer, unser nächster Beitrag hat bis auf die Zweirädrigkeit nichts mit den radelfahrenden Prominenten im Hintergrund zu tun, die sich hier einen abstrampeln. Jetzt geht es um Speedway. Es ist immer wieder faszinierend, auf der Tribüne zu sitzen und den Fahrern, wie sie in einem Höllentempo an ihm vorbeirasen, zuzusehen. Ja, und wir hatten vor einigen Wochen einen dieser jungen und talentierten Nachwuchsfahrer vor der Kamera. Vielleicht erinnern Sie sich, es war ein Beutel angekommen, durch die Fahrerei wahrscheinlich von meinem Auto war. Ja, und diesen Prominenten, bei dem hatten wir Gelegenheit, bei einem dieser Trainingsläufe in der Landshuter Speedway-Bahn zuzuschauen. Peter Lichtenauer, das ist sein Name, und vielleicht wird man einiges von ihm hören, denn er fährt sich immer mehr nach oben in die Ranglisten. 18 Jahre ist er jung, der talentierte Nachwuchsfahrer Peter Lichtenauer aus Langenbach bei Freising, der hier gerade seine Maschine in den Lieferwagen hieft. Seine Liebe zu den Speedway-Maschinen entdeckte er schon in sehr jungen Jahren. Der kleine Peter begleitete seinen Vater Josef, selbst begeisterter Speedway-Fan, bei jedem Rennbesuch. Mit 15 bekam er dann auch seine erste Maschine. Sein Eifer und sein hartes Training beim AC Landshut brachten ihn bald nach oben. Sein größter Erfolg bisher? Vizemeister der deutschen Mannschaftsmeisterschaft der obersten Motorsportkommission.
Ab 1985 wird sich für Peter Lichtenauer einiges ändern. Aufgrund seiner Erfolge und Siege wird er bei internationalen Rennen in England, Dänemark und anderen Rennplätzen sein Können beweisen müssen. Für Vater Josef Lichtenauer, der den Sport seines Sohnes finanziert und den Sponsor Heinz Keindl, eine Bedachungsfirma aus Moosburg, heißt es da natürlich tief in die Tasche greifen. Denn um ein internationales Rennen bestreiten zu können, ist ein Mehrfaches an Material und Ausrüstung vonnöten, wobei weitere Sponsoren natürlich nicht ausgeschlossen werden. Peter Lichtenauer, du bist kurz vorm Start eines Rennens. Was geht in dir jetzt da momentan vor? Ja, mein Gott, das ist vor jedem Rennen eigentlich. Ein Mann hat irgendeinen Nervenkitzel, wenig Nervenkitzel. Und man glaubt halt immer, dass was passiert, oder hofft zumindest, dass nichts passiert. Aber mit der Möglichkeit muss man auch berechnen. Aber es gehört einfach zum Rennsport dazu. Und ohne dem, ohne den Nervenkitzel, wird es wahrscheinlich keinen Spaß machen. Zu dieser Vorbereitung vor dem Rennen gehört auch dazu die Einstellung, ich werde gewinnen oder ich werde dir den Platz machen. Ja, man braucht eine bestimmte Motivation. Man soll es aber auch nicht übertreiben im Ehrgeiz, weil dann kommen meistens die schlimmen Unfälle raus. Man soll immer mit dem Kopf fahren, aber natürlich denkt jeder ans Gewinnen. Okay, viel Spaß und viel Glück beim heutigen Rennen. Ein gefährlicher Sport also. Ja, und dazu befragte ich den Rennarzt. Herr Dr. Butzke, Sie sind Rennarzt im AC Landshut. Wie schaut es eigentlich mit Sportverletzungen aus, speziell in dieser Sportart Speedway? Leider ist dieser Sport nicht ganz ungefährlich und wir wissen, dass fast jeder Spitzenfahrer mehrmals in seinem Leben schon verletzt war. Ob wir bei Egon Müller anfangen oder bei den internationalen Stars, das spielt keine Rolle. Es ist gefährlich, aber wahrscheinlich werden die jungen Leute dafür entschädigt durch das Erfolgserlebnis. Wir haben jetzt zum Beispiel Gilgenreiner mit einer Querschnittslähmung im Krankenhaus in Murnau liegen, was sehr bedauerlich ist. Auch Wassermann, ein ausgezeichneter Fahrer, war teilweise querschnittsgelähmt. Das sind so das Schlimmste. Meistens geht es mit Knochenbrüchen ab. Also die häufigste Verletzung ist das Schlüsselbeinfraktur, die heilt relativ leicht. Dann die nächsten Frakturen ist eben Unterarm- und Unterschenkelfrakturen. Was sehr schlimm ist, sind eben Rückmarksverletzungen, also vor allen Dingen Wirbelfrakturen. Die sehen wir als Ärzte doch als sehr, sehr schwerwiegend an und sie sind es auch meistens. Aber Gott sei Dank muss man immer wieder sagen, dass die meisten Fahrer doch alle diese Verletzungen relativ gut überstehen. Welche Spätschäden auftreten, kann ich eigentlich trotz 20-jähriger Tätigkeit noch nicht sagen, weil diese Fahrer noch relativ jung sind und die älteren Fahrer sind jetzt so 40 und 50 Jahre alt. Der nette und sympathische Langenbacher, der übrigens noch zu haben ist, seinen weiblichen Fans jedoch wenig Zeit schenken kann, hält trotz seiner steilen Karriere nichts von Starallüren. Wie schätzen ihn nun seine Kollegen ein? Bernhard, ja? Team, Kollege von Peter Lichtenauer, was hältst du von ihm? Was ist er für Typ? Ja, der Peter ist für mich ein guter Mannschaftskamerad und auch ein guter Fahrer auf der Sandbahn. Dem, wo man das war auch immer eine harte Konkurrenz ist, wenn man draußen ist. Was rechnest du ihm persönlich für Chancen ein für die Zukunft? Ja, wenn er so weitermacht, als wie er heuer angefangen hat, und dann wäre er sicher mal ein guter Fahrer werden. Was hältst du von Peter? Peter ist ein Pfundskerl. Peter ist mein bester Freund. Wir haben miteinander gekommen. Und also von Peter kann man alles haben, wenn man was braucht. Und er ist ganz einfach ein toller Teamkamerad. Das sage ich ganz ehrlich. Rennmäßig, fahrstilmäßig, was hältst du da von ihm? Ich finde, dass der Peter ein ganz großes Talent ist und da gibt es ja Mühe. Und mei. Einer seiner Freunde und ständiger Begleiter auf Speedway-Bahnen meint zu diesem Rennen: Ach, da hat er jetzt einen schlechten Start, da bist du erst der Dritte rausgekommen. Aber so stark wie der Peter in der Kurvenfahrt ist er schon Zweiter. Und er kommt mit Sicherheit außen vorbei. Er kennt die Bahn sehr gut, ist schon vorne. Ne? Ja, jetzt noch eine Frage zu diesen Maschinen. Was haben die für eine Leistung? Wie viel Kubik? Wie viel PS? Was machen die für Geschwindigkeit? Ja, also sie müssen alle 500 Kubik haben, dürfen nicht mehr haben, nicht weniger. Und haben mindestens 70 PS. Das heißt also, die guten Maschinen haben schon 75. Genau. Mhm.
Und wie schnell werden die da in der Kurve und auf der Geraden? Auf der Geraden 110. Ein Schnitt erreichen sie auf der 400 Meter Bahn Landshut von 75 ungefähr. Mhm. Man sieht ja, da liegt jetzt in der Kurve drin. Wie bremst er die Maschine ab? Ja, nur durchs Querstellen vor der Kurve. Und dann muss er rumdriften, weil wenn er normal rumfahren darf, wie auf der Straße, dann darf er umschmeißen, weil die Bahn nicht so griffig ist wie Asphalt. Das heißt also, die haben gar keine Bremsen? Nein, die haben keine Bremsen. Nur durch Gewichtsverlagerung geht das. Mhm. Haben die da einen Spezialschuh? Ja, die haben einen Schleifschuh, der ist aus also sehr leichtem Material, aus Blech meistens, und dann mit einem Spezialbelag. Aha. Ah ja, das sieht man da wunderbar. Genau. Ja, man sieht also jetzt, dass da in der Kurve ein riesiger Kraftauswand nötig ist, um die Maschine da rumzubringen. Es geht furchtbar in den Oberarm, ne? Und es gibt auch Stürze aufgrund der Kraftlosigkeit dann nach einigen Rennen. Mhm. Und Peter Lichtenauer das Durchhaltevermögen, die Nerven und die finanzielle Unterstützung für einen internationalen Titel und Rang hat, können wir nur hoffen. Zuzutrauen wäre es ihm eigentlich schon. So, ich habe jetzt Christian Bäumel vor dem Mikrofon. Herr Bäumel, Sie sind Trainer. Rennleiter in AC Landshut. Und meine Frage jetzt an Sie: Was halten Sie von Peter Lichtenauer? Wie schätzen Sie ihn ein? Ja, Peter Lichtenauer ist einer unserer stärksten Nachwuchsfahrer, was den Spielersport betrifft, in der Bundesrepublik. Und er wird sicherlich seinen Weg machen, wenn er weiterhin fleißig trainiert. Und wenn er, was ganz wichtig ist für ihn, wenn er sein Nervensystem besser stabilisiert. Denn das ist nämlich wichtig. Ab nächstes Jahr muss er in der A- und internationalen Lizenzklasse fahren. Da werden ganz andere Anforderungen an die Fahrer gestellt wie in der B-Lizenzklasse. Und da heißt es sich einfach durchbeißen. Und das nächste ist dann, wenn er hier sieht, dass er mitfahren kann und mithalten kann. Erster wird er nicht immer werden, das ist ganz klar. Aber wenn er sieht, er findet den Anschluss, dann muss so ein Talent, wie er ist, unbedingt von hier weg und muss nach England in die englische Liga, in die Profiliga einige Jahre, um tatsächlich dann ein Spitzenfahrer zu sein. Herr Bäumel, ich danke Ihnen. Ganz ruhig stehen, wird sich dieses nach oben bewegen. Tja, liebe Zuschauer, das war's wieder einmal. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht, bei uns dabei zu sein, so wie es uns Spaß gemacht hat, Sie durch die Sendung zu führen. Ja, bei uns hier geht es natürlich noch ein bisschen weiter hier auf den Altstadtfest. Es ist gemütlich, es ist pfundig an die Münchner. Die wissen es vielleicht noch nicht, die Freisinger wissen es sowieso. Wir sehen uns wieder im September mit einer neuen FIB-Ausgabe. Bis dahin, bleiben Sie gesund und munter. Pfiat einer Gott. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, ein kleiner Sprung vom Freisinger Altstadtfest hier zum Freisinger Kreiskrankenhaus. Und in unserer Sendereihe aufgespießt und aufgelesen habe ich hier, oder stelle ich Ihnen hier die 17-jährige Silke Wappel vor. Silke, du hast einen ganz einen tollen Gipsfuß, wie man sieht. Am besten du erzählst einmal selber, was ist dir passiert? Ja, also ich bin so quasi gegen einen Stein gerannt, habe mir dabei einen großen Zeh zersplittert und die Bänder angerissen. Mhm. Und dann war ich am Mittwoch, weil kein Arzt mittwochs Sprechstunde hat, ins Kreiskrankenhaus gegangen und wollte es untersuchen lassen. Und da hat man mich dann so quasi wieder abgeschoben, weil ich keine Überweisung hatte. Jetzt Moment, das heißt also, man hat sich deine Unfallverletzung nicht angeschaut, weil du keinen Überweisungsschein hattest? Ja, man hat einfach nur gesagt, ich habe keinen Überweisungsschein, dann kann man mich nicht behandeln, und man hat sich auch nicht angeguckt, ob es vielleicht ein akuter Fall wäre oder nicht. Aha. Und man hat dich dann wieder weitergeschickt? Man hat mich wieder weggeschickt, ja. Und hat gesagt, ich soll irgendeinen Arzt aufsuchen. Ja, das ist also sehr interessant, liebe Zuschauer, das gibt natürlich zu denken. Übrigens wäre uns dieser Fall eigentlich nie in die Hände gelaufen oder bekannt geworden, wenn Silke nicht zufällig die Tochter eines unserer Mitarbeiter von Freising im Bild wäre. Ja, und eine Stellungnahme von den Verantwortlichen im Kreiskrankenhaus Freising war nicht möglich. Jack Torres.